Hast du dir was zu essen mitgebracht oder so? Ja, ich habe Süßigkeiten. Für mich. Oh, wir sind ans Wasser gefallen. Wo ist das? Wie viele sind das? Sind es 10? Ja, das sind Steine. Wo ist mein Lakritz? Hä? Mir ist doch gerade die Lakritz. Ja, natürlich ist der Lakritz runtergefallen. Ah, hier! Du kannst Einrad fahren und schon ein bisschen springen, hast aber gerade das Gefühl, dass du noch nicht so wirklich weiterkommst, weil du nicht so wirklich viele Tricks hast, die du gerade üben kannst. Dann sind Footplants genau das Richtige für dich. Denn Footplants bieten dir Variationen mit vielen verschiedenen Tricks an, die relativ einfach zu lernen sind, wenn du schon ein bisschen springen kannst. Und in diesem Video zeigen wir dir, welche es überhaupt gibt und wie du sie lernen kannst. Was ist überhaupt ein Footplant? Ein Footplant ist erstmal ein Trick, wo du von deinem Einrad abspringst, dann wahlweise mit einem oder mit beiden Füßen auf dem Boden landest, dann wieder vom Boden abspringst und am Ende wieder auf dem Einrad landest. Im strengen Sinne unterscheiden sich Footplants also genau von den Tricks, wo du halt vom Einrad mit den Füßen abspringst und genau wieder auf den Pedalen drauf landest. Du hast für einen Footplant also viel mehr Zeit, weil du erst die Zeit hast, die du brauchst, bis du zum Boden aufkommst und dann wieder die Zeit hast, vom Boden wieder auf deine Pedalen zu kommen. Ein Footplant kann sich also für dich eignen, neue Tricks auszuprobieren, die du vielleicht noch nicht so gut kannst, wo du dann erstmal lernen kannst, überhaupt die Tricks zu landen. Welche Vorerfahrungen brauchst du für den Footplant? Gut, für den Footplant solltest du erstmal fahren können. Rückwärts ist dann nicht so entscheidend, aber zumindest vorwärts fahren solltest du sicher beherrschen. Zweitens, du solltest sicher Seat-In springen können. Seat-Out ist erstmal nicht so wichtig, das ist optional, aber Seat-In springen solltest du sicher beherrschen. Und das dritte und allerwichtigste ist, du solltest den Sprungaufstieg beherrschen. Falls du den noch nicht kannst, wir haben hier ein Tutorial schon dazu gemacht, kannst du dir erstmal angucken, das ist das Allerwichtigste für den Footplant, der Sprungaufstieg. Wenn du diese drei Sachen beherrschst, dann kannst du auch sofort mit dem ersten Footplant anfangen. Und das ist der ganz normale Footplant. Der Footplant ist quasi die Variante zu einem No-Footer. Das heißt, du springst von deinem Einrad rückwärts ab und dann springst du wieder drauf. Dabei ist es wichtig, dass sich das Einrad nicht dreht, damit deine Pedalen in der gleichen Pedalposition bleiben. Das heißt, du musst versuchen, rückwärts von deinem Einrad abzuspringen und dann wieder vorwärts auf dein Einrad aufzuspringen. Nur so kannst du es erreichen, dass sich die Pedalen von deinem Einrad nicht drehen. Um es also runterzubrechen, du machst einen Sprungabstieg nach rückwärts, kommst auf den Boden mit ein oder mit zwei Füßen auf und machst dann wieder einen Sprungaufstieg auf dein Einrad drauf. Wie bei einem One-Footer ist es also wichtig, viel Gewicht auf dem hinteren Pedal zu haben. Du solltest versuchen, dass du viel Kraft in dein hinteres Bein investierst, wenn du von dem Pedal abspringst. Außerdem ist es wichtig, dass du für den Anfang das Einrad auf dem Boden lässt. Wenn du das Einrad in der Luft hältst, kann es passieren, dass sich die Pedalen anfangen zu drehen. Deswegen ist es am Anfang einfacher, wenn du das Einrad, nachdem du abgesprungen bist, wirklich auch auf dem Boden lässt. Wenn du das Gefühl hast, dass du das auch ohne beherrschst, kannst du natürlich auch das Einrad in der Luft lassen. Das ist nur viel schwieriger. Wenn du also nach hinten vom Einrad abgesprungen bist, kannst du nun versuchen, wahlweise mit einem oder mit beiden Füßen auf dem Boden zu landen. Mit zwei Füßen ist es natürlich erst einmal leichter, weil du dann mehr Sprungkraft hast, um wieder auf das Einrad aufzuspringen. Und als letztes solltest du versuchen, natürlich beim Sprungaufstieg am Ende wieder im Sattel zu landen, sodass du am Ende wieder wie vorher in der Seat-In-Position landest. Wenn du das Gefühl hast, dass sich das Einrad trotz der Tipps immer noch die Tendenz hat, nach vorne zu drehen, versuche es doch erstmal aus dem Stand. Versuche erstmal aus dem Stand zurückzuspringen und wieder auf das Einrad aufzuspringen. Dann kannst du versuchen, es auch langsam aus der Fahrt zu probieren. Aus der Fahrt ist es nämlich ein bisschen schwerer, da tendiert das Einrad schon ein bisschen dazu, nach vorne zu rollen. Und das wäre auch schon dein erster Footplant. Ist gar nicht so schwer, oder? Aber es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie man den Trick verfeinern kann. Wenn du den normalen Footplant geschafft hast, kannst du dich auch sofort danach an den Footplant Unispin versuchen. Der unterscheidet sich im Endeffekt nur davon, dass du, während du vom Einrad abspringst, du das Einrad mit dem Sattel um 180 Grad drehst. Wichtig ist dafür, dass du keinen Unispin können müsst. Du kannst den Footplant Unispin vor dem regulären Unispin landen, da du eben mehr Zeit hast, um die Drehung auszuführen. Wichtig für den Footplant Unispin sind deine Handpositionen. Wenn dein linkes Pedal vorne ist, dann sollte auch deine linke Hand vorne am Sattel sein. Wenn dein rechtes Pedal vorne ist, dann sollte dementsprechend deine rechte Hand vorne am Sattel sein. Springst du nun nach hinten ab, nimmst du jeweils die andere Hand nach hinten an den Sattel. Wenn also meine linke Hand vorne am Sattel ist, dann würde ich meine rechte Hand hinten an den Sattel tun, wenn ich nach hinten abspringe. Und für das rechte Pedal vorne natürlich genau andersrum. Wenn meine beiden Hände dann am Sattel sind, kann ich versuchen, während ich mit dem Fuß auf dem Boden lande, den Sattel zu drehen um 180 Grad, sodass der vordere Teil des Sattels nun zu mir zeigt. Wahlweise kannst du natürlich hier wieder mit einem oder mit zwei Beinen auf dem Boden landen und erstmal so lange stehen bleiben, bis du die Drehung fertig gedreht hast.
Wenn du die Drehung fertig gedreht hast, kannst du dann wieder versuchen, falsch herum auf das Einrad aufzuspringen. Hier ist es natürlich dann wichtig, dass du nicht mehr Seat-In, sondern Seat-Out landest, weil natürlich beide deine Hände am Sattel sind. Du springst also nicht mehr auf den Sattel drauf, sondern hältst den Sattel vor dich, während du auf den Pedalen landest. Dies ist übrigens eine super Vorübung für den 180 Unispin und wenn du dich mit dem Footplant Unispin sicher fühlst, kannst du direkt danach versuchen, den richtigen Unispin zu landen. Es gibt außerdem noch eine zweite Möglichkeit, den Footplant Unispin zu machen und das ist, die Drehung schon dann zu beginnen, wenn du gerade vom Sattel runterspringst. Das heißt, du nimmst gar nicht erst die zweite Hand an den Sattel, sondern drehst den Sattel mit deiner vorderen Hand schon genau in dem Moment, wo du vom Sattel abspringst. Dies ermöglicht es dir, natürlich viel schneller wieder auf den Sattel zu kommen, weil du die Drehung quasi dann schon fertig hast, wenn du mit deinem Fuß auf dem Boden landest. Das ist natürlich etwas schwieriger, weil du die ganze Drehung nur mit einer Hand durchführen musst. Jetzt ist es aber natürlich so, dass der normale Footplant oder der Footplant Unispin sehr statisch sind, weil du musst immer noch nach hinten abspringen, um das Pedal eben nicht zum Drehen zu bekommen. Du kannst deinen Footplant aber auch während deiner Vorwärtsbewegung machen, indem ich die Pedalen während des Sprunges rotieren lasse. Das nennt man dann Footplant Flip. Dafür ist es wieder ganz wichtig, dass du für den Footplant Flip keinen Crankflip können musst. Vielleicht kann dir der Footplant sogar dabei helfen, wie du deine Pedalen in der Luft zum Drehen bekommen kannst. Für den Footplant Flip hältst du deinen Sattel vorne mit einer Hand ganz fest. Jetzt springst du aber mit dem Rad nach vorne und drückst während des Sprunges mit deinem vorderen Fuß das Pedal nach vorne, sodass sich das Rad zu drehen anfängt. Also musst du zuerst vom hinteren Pedal gehen, damit du überhaupt mit dem vorderen Pedal antreten kannst. Wenn sich das Rad dreht, gehst du dann mit deinem hinteren Fuß auf den Boden, weil dein Vorderer ja noch mit dem Pedal beschäftigt ist, und springst genau dann wieder auf das Einrad drauf, wenn sich das Rad genau um eine Drehung gedreht hat. Am Anfang wirst du wahrscheinlich ein paar Probleme damit haben, das Rad zum Drehen zu bekommen. Das ist auch überhaupt kein Problem, das ist erstmal ziemlich schwer und braucht Übung. Vor allen Dingen ist es aber wichtig, das Timing zu kontrollieren, wann du deinen hinteren Fuß vom Pedal nimmst und wann du den vorderen andrückst, ihn aber auch nicht zu weit drückst, sondern ihn dann auch von deinem Pedal loslässt. Wenn sich dein Rad dann dreht, dann ist natürlich der nächste Step die Landung. Und dieser ist natürlich beim Footplant Flip ein bisschen schwieriger, weil sich das Rad die ganze Zeit dreht und du genau den Moment abpassen musst, wann deine Pedalen sich wieder in deiner Sprungposition befinden. Weil zwischen deinen Sprungpositionen ist es extrem schwer, einen Trick zu landen und extrem unstabil. Wenn du Probleme hast, im richtigen Moment auf dem Rad zu landen, dann empfehle ich dir eine folgende Vorübung. Versuch das Rad nicht mit den Füßen anzutreten, sondern steig erstmal vom Einrad ab und versuche das Rad mit der Hand anzuschieben und so zum Drehen zu bekommen. So kannst du die Geschwindigkeit von dem Rad viel besser kontrollieren und kannst erstmal bei einer relativ geringen Geschwindigkeit anfangen. So kannst du ganz langsam sehen, wann sich die Pedalen in die richtige Stellung bewegen und in welchem Zeitpunkt du auf das Rad springen musst. Das nimmt dir auch so ein bisschen die Angst, denn natürlich wirst du ängstlicher sein, wenn du auf ein Rad springst, was sich ziemlich schnell dreht. So kannst du die Geschwindigkeit von dem Rad ganz einfach kontrollieren und dich ein bisschen mit der Geschwindigkeit hocharbeiten. Wenn du dich traust, aufzuspringen, wenn sich das Rad nur langsam dreht, kannst du versuchen, dich an höhere Geschwindigkeiten ranzutasten. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass sich das Rad ordentlich drehen kann und du trotzdem dich traust, drauf zu springen, dann kannst du es auch versuchen, von dem Rad abzuspringen und den richtigen Footplant zu machen. Wenn du also weißt, wie du dein Rad zum Drehen bekommst, während du abspringst, hast du außerdem die Möglichkeit, noch ein paar andere Tricks damit zu machen. Zum Beispiel kannst du das Rad für zwei Umdrehungen in der Luft drehen lassen. Dazu brauchst du natürlich einfach entweder ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Drehung. Außerdem kannst du auch versuchen, in den Footplant Flip einen Unispin einzubauen, sodass du sowohl sich das Einrad die Pedalen sich drehen, als auch, dass der Sattel sich dreht. Oder du kannst versuchen, dass sich das Einrad während des Sprungs einmal nach hinten dreht. Das nennt man dann Footplant Backflip. Auch hier gilt, du musst keine von diesen Tricks als Sprungtrick wirklich davor können, um den Footplant zu versuchen. Vielmehr dient der Footplant als Vorübung für diese ganzen Tricks, sodass du mit dem Footplant die Tricks gut üben kannst. Als letzte Kategorie der Footplants gibt es noch die Fastplants. Die unterscheiden sich zu den normalen Footplants darin, dass du gar nicht richtig von deinem Einrad abspringst, sondern quasi nur mit einem Bein vom Boden absteigst. Du bleibst also die ganze Zeit auf dem Einrad sitzen, während dein Fuß den Boden berührt. Auch hier kannst du die verschiedensten Variationen machen, zum Beispiel das Rad nach vorne andrehen, nach hinten andrehen oder auch dich selber um deine eigene Achse drehen. Die Fastplants haben dabei einen relativ distinkten Stil, weil du eben relativ
schnell zum Boden kommst und nicht erst von dem Einrad abspringen musst. Du hast dich so ein bisschen an den ganzen Footbends probiert und hast das Gefühl, schon so ein paar relativ gut zu können. Dann kannst du versuchen, die Footplants nicht nur im Flat, sondern auch im Street einzusetzen. Du musst den Fuß, der von dem Einrad runtergeht, ja nicht nur auf dem flachen Boden setzen, sondern kannst ihn ja beispielsweise auch auf einer Box platzieren oder gegen eine Wand und dann wieder von der Wand wegspringen. Da gibt es im Allgemeinen sehr viele verschiedene Möglichkeiten und es bietet dir auch zum Beispiel an, auf Hindernisse zu kommen, die höher sind, als es deine eigentliche Sprungkraft herlässt. Deswegen wird der Footplant von vielen Streetfahrern auch gerne benutzt. Abschließend kann man deswegen sagen, dass der Footplant eine super Übung ist, um viele neue Tricks zu erreichen. Das heißt, du kannst mithilfe des Footplants neue Tricks schneller lernen. Das gilt natürlich vor allem für Sprungtricks, weil du da einfach durch den Footplant mehr Zeit hast, um die Tricks zu landen. Du kannst durch den Footplant aber auch gut lernen, wieder auf das Einrad aufzuspringen, also das sogenannte Committen zu lernen, also zu lernen, wie du wirklich am Ende den Trick dann auch wieder landest. Hier ist zu erwähnen, dass es vor allen Dingen schwierig ist, sich zu trauen, wieder auf das Einrad zu springen, wenn sich die Pedale drehen und dass der Footplant einem dabei helfen kann, genau eben diese Hürde zu meistern. Wenn du den Footplant und die verschiedenen Variationen also gut kannst, öffnen sich für dich also eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du dein Repertoire an Tricks weiter ausbauen kannst. Wir hoffen, wir konnten dir also zeigen, warum wir den Footplant so cool finden und wie du den am besten lernen kannst. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!